Oh, braucht auch nur 5 Energie. Weil ich so gedacht habe, im Gegensatz zum magischen Geschoss. Ah, gar nicht mal so schlecht, ja. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das gerade gegen die Untoten so gut ist. Ich meine, bist du überhaupt ein Gegner? Nein. Offensichtlich geht das auch bei euch. Mit kleinen Giftschaden. Wenn hier gegen diese Langsamen macht wahrscheinlich tatsächlich dieses brennende Hände, auch wenn wir es noch nicht weiter erhöht haben, denke ich mal, doch ganz gut Sinn. Mit irgendeinem Bogenschütze oder sowas. Da drüben sind die Türen zu. Speicherpunkt. Heißt es, wir gehen erstmal die andere Seite entlang? Wobei macht schon Sinn, wenn wir wahrscheinlich hier nochmal speichern. Das ist das, wo es sich vom Schaden her so ein bisschen lohnt. Die Jungs mal alle gleichzeitig anzünden können. Raum erstmal so ein bisschen beräumt. Ja, sieht so aus. Dann kann man auch in Ruhe speichern. Ich werde trotzdem erstmal schauen, was auf der anderen Seite eigentlich ist.
Ja, du hast ausgehalten. Ich meine, gut, der hat so eine Rüstung angehabt. Jede Menge Pfeile haben. Ja. Mal ein bisschen taktisch hier vorgehen. Okay, hier ist aber auch ein Speicherpunkt. Noch weiter, ne? Scheint sich mal wieder so ein bisschen aufzuteilen hier, verschiedene mögliche Wege. Ich kann mal saven hier. Also wir wollen ja in die andere Richtung dann auch noch. Na, lass mal sehen. So.
dir. Das ist aber auch mal ein langer Raum hier. Kein Platz. Das muss ich später einsammeln. Ich meine, wie unendlich viel weniger, aber macht, denke ich, keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob der wesentlich schneller ist oder sowas. Dann kann man mal so hier ein, haben wir 40 Stück davon. Ich wäre noch so ein bisschen am Überlegen, ob wirklich Sinn macht, jetzt diese ganzen Pfeile und so immer mit dabei zu lassen. Oder ob wir sagen, naja, so richtig viel mit Bogen werden wir wahrscheinlich eher nicht mehr arbeiten. Ich bin nicht stark genug, um noch mehr zu tragen. Weil halt auch unser Inventarplatz so ein bisschen, also das Gewicht, stark limitiert ist. Also, einfach außen rumgehen. Okay, haben wir zumindest schon mal einen Raum hier abgeschlossen. Das sieht wichtig aus. Ach, das ist wohl das Grab von den einen hier. Kein Platz. Das muss ich später einsammeln. Gut, das heißt, das war jetzt hier die Aufgabe, das Familienerbstück. Okay. So, dann mal Rückruf. Das warst du, oder? Schön, euch wiederzusehen. Wie geht es euch bei euren Abenteuern? Ist das Amulett eures Bruders? Ich habe es in den Grüften gefunden. Aber ja. Ja, das ist es. Ich danke euch. Ich habe schon befürchtet, ich würde Baldurs Tor ohne es wieder verlassen müssen. Ich danke euch. Bitte nehmt das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit an. Es hat mir stets bei meinen Reisen geholfen. Vielleicht kann es jetzt euch nützlich sein. Ich danke euch. Wir haben was?
Achso, der ist zu schwer. Okay. Schwerter, Äxte, Bögen, alles, was das Herz begehrt. Jetzt gibt es auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Geld hier. Um den Schädel eures Gegners zu spalten oder euren eigenen Schädel vielleicht durch einen Helm vor so einem Schicksal bewahren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Legt ihr auf Qualität zu einem günstigen Preis Wert? Na, da seid ihr hier genau richtig. Ich führe ausgezeichnete Waffen. Genauso viel. Der Gestank aus den Abwässerkanälen hat sich wohl so richtig in euch verliebt, was? Wir werden auf jeden Fall den Bogen mal aufheben. Wir haben viele ich denke mal mehr als 50, weil wir finden ja wirklich andauernd welche. Ja, das muss weit passen, ja. Wir führen die besten Zwergenwaffen, die extra für uns vom fernen Sonnenuntergangsgebirge hierher gebracht wurden. Spät. So. Halt. Okay, der Edle ist scheinbar trotzdem besser. Der Zerschlagung. Plus 1. Also plus 1 ist es wahrscheinlich den Angriff noch dazu gibt. Wir haben jetzt Angriffsbonus 4. Wenn wir den ausrüsten, haben wir wahrscheinlich 5. Aber ich meine, macht halt trotzdem, denke ich mal, weniger Schaden. Macht. Vielleicht ist interessant, wie viel Schaden der normale macht. Ich weiß nicht, hast du sowas? Legt ihr auf Qualität zu einem günstigen Preis Wert? Na, ja, scheinbar nicht. Seid ihr hier genau richtig. Ich führe ausgezeichnete Waffen zu sehr vernünftigen Preisen. Ich meine, dieses Langschwert wäre natürlich unter Umständen mal nicht schlecht. Kostet jetzt 3500. Ist natürlich relativ teuer. Der Gestank aus den Abwässerkanälen hat sich wohl so richtig in euch... Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich großartig lohnt, hier jetzt in Rüstung und sowas auszugeben. Die Kosten, die wiegen halt auch ein bisschen was. Na, ich meine, gleich mal 30. Angebote. Was benötigt ihr? Aber ich denke mal, vielleicht dieses Langschwert hier könnte vielleicht was für uns sein. Wir kaufen es uns mal. Nochmal 3 bis 10. 5 bis 16, also ich denke, das... Es macht halt nur Feuerschaden, ich weiß nicht... Extra für uns vom fernen Sonnenuntergangsgebirge hierher gebracht wurden. Wenn jetzt ein Gegner resistent gegen Feuer, so dass den kompletten Schaden dann negiert, ich würde mal nicht vermuten, ne, dass wahrscheinlich ein Bonusfeuerschaden oder sowas ist. Na gut. Er wiegt sogar weniger wie der Streckkolb. Na gut. Mal rück. Müsste ja, denke ich, noch jetzt noch so einiges hier rumliegen. Rostiger Speer. Ob sich das überhaupt lohnt, das mitzunehmen. So, hier nochmal lang. Okay. Das wohl so ziemlich. Okay. Das soll nochmal Gold sein. Okay. Ja, nochmal in die Mitte durch. Also ich denke mal, wird das bisschen Gold, könnte man den Nummer also auch wirklich weghauen. So.
Dann gehen wir aber vielleicht doch mal auf die andere Seite erstmal rüber, weil es dort nur einen Weg dann geht, gibt, wo es weitergeht. Was sollten wir eigentlich noch machen? Suche nach Kaisen? Ist das das gleiche, diese komische Kugel, dieses Artefakt mit diesen... Dass wir dann selben Ding finden werden. Ach ja, jetzt sehe ich es. Achso, ist das nur, wenn Gegner in der Nähe sind? Ah, fängt es an zu brennen, okay. So wenig Min-Schaden. Na gut, 4 bis 15. Ich hätte jetzt eigentlich mal vermutet, dass Feuer recht gut gegen Untote ist, aber gut. Na okay, 12, 14. Ja, jetzt kommt es so langsam ein bisschen. Man sich ja erstmal eingewöhnen. Pfeile. Wild rum hier. Mal so einen Heiltrank hier mal einwerfen und dann mal. Es werden erstmal richtig vermutet, dass hier wieder eine Sackgasse ist. Das ist wieder da drüben lang.
Oh, ist eigentlich auch mit Bogenschützen. Vielen Bogenschützen, wie es scheint. Mehr Bogenschützen. Ding fester. Na kommt. Ja, man muss schon sagen, irgendwie ist der Schaden doch ein bisschen enttäuschend hier mit der Waffe. Hätte er jetzt, wenn es nicht nur ein bisschen mehr machen würde, dann würde man sagen, na gut, aber ich habe fast das Gefühl, dass die weniger Schaden macht. Könnte jetzt möglicherweise an den Resistenzen der Gegner hängen, aber oh, was ist wohl unzerstörbar? Vielleicht brauchen wir die ja für ein Rätsel. Ach so, das sind Vasen hier. Das sind doch diese goldenen, silbernen und bla bla bla. Zur Stadt. Dafür ist kein Platz mehr. Aber das Ding hier weg. Aber keinen Ring mehr mitnehmen können. Okay, der macht nichts. Oh. Hat aber auch recht guten Verkaufswert, das ist ja in Ordnung. Also hier sind sozusagen diese drei Dinger hier. Das heißt, wir gehen dann erstmal den anderen Weg lang und schauen mal, was dort noch ist. Weil ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, wenn wir das herstellen, wird ja wahrscheinlich irgendwie irgendwas erwachen oder so. Vielleicht ein Bosskampf. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und möglicherweise, also wenn das so wäre, wenn wir dort irgendwas finden, womit, also dass es dann doch an einer anderen Stelle weitergeht, dann werden wir ja dort nicht weiterkommen, ohne dass wir dann diesen Gegenstand oder was auch immer haben. Von daher, das ist eigentlich auch mal kein Problem, wenn wir jetzt hier lang gehen. Okay, bei dir ging jetzt der Schaden. Ach so, vielleicht, na, weiß ich nicht. Was mir jetzt da gerade noch eingefallen ist, die Skelette könnten einfach gegen die Angriffsart der Waffe resistent sein, weil es hier möglicherweise ist, jetzt Schwert ist jetzt sagen wir mal Schnitt
Und der Streitkolben wäre natürlich stumpf. Piep, wie man das nennt. Das könnte natürlich gegen die Skelette mehr Sinn machen. Ja. Ich denke mal, so ergibt sich das eher. Weil bei denen hier machen wir ja ganz ordentlich Schaden jetzt. Okay, und das war's auch schon hier. Also nichts verpasst. Ja, dann würde ich sagen, wir speichern hier nochmal. Wir müssten jetzt eigentlich, ja, also Heiltränke haben wir, denke ich, sowieso genügend. Und Regeneration ist, denke ich mal, auch okay. Mal schauen, was uns jetzt hier passiert. Also gehen wir mal davon aus, wir müssen die drei Vasen da draufstellen. Er hat ja gesagt, dass er sie von den Podesten runtergeholt hat. Lass mal so. Warst du hier? Ach, die Kiste auch noch. Eine Goldmünze. Hm? Jetzt hier drauf. Genau, die Reihenfolge ändert. Jetzt gedacht, bei der Siegerehrung Gold in der Mitte und dann. Nee. Und dann halt so rum. Das, also wäre es aufsteigende Wertigkeit, aber so sieht ja kein Siegertreppchen aus. Na gut. Egal. Also ist es doch nur der Durchgang nach unten. Na gut. Kein Platz. Das muss ich später einsammeln. Nee, du bist wohl unbrennbar. Mal eine Menge Regenerationstränke. Sollte man das auch wirklich gleich mal machen, ja? Ich bin nicht stark genug, um noch mehr zu tragen. Dann gleich nochmal Rückruf und gleich nochmal verkaufen. Oh, wenn ihr etwas müssen wir wieder ein bisschen Gold nachholen hier. Spalten oder euren eigenen Schädel vielleicht durch einen Helm vor so einem Schicksal bewahren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Legt ihr auf Qualität zu einem günstigen Preis Wert? Na, da seid ihr hier genau richtig. Ich führe ausgezeichnete Waffen zu sehr vernünftigen. Ich denke mal, wir können sogar so weit runtergehen, weil wir haben ja gesehen, dass wir schon wieder neue Pfeile finden. So. Na, mal sehen. Ah. Kommt sogar schon aus dem Boden raus. Okay, hat der Unterkörper sozusagen einen Regenerationstrank gegeben und der Oberkörper einen Heiltrank. Ja, natürlich mal gute Ausbeute für einen Gegner. So, das wird sie ein bisschen schwieriger. Schaden, ja, aber. Das soll doch keine Leere sein!
Machen wir so einen Heiltrank ein hier. Schlag mir hin. Du könntest besser sein. Ah. Um einiges. Ja, zwei Rüstungspunkte immerhin. Okay, jetzt sind wir im Duo. Ein Skelett, ein Zombie. Kampfstab der Zerschlagung. Okay. Ja. War natürlich, denke ich mal, relativ uninteressant für uns. Da wir ja schon dieses tolle Schwert hier haben. Und Zweihandwaffen, wie schon gesagt, sind, denke ich, eh, weil man damit die halt auch nicht ordentlich blocken kann. So, wie viel von euch noch? Dolch. Der hatte doch gar keinen Dolch. Was zu gierig gewesen. Muss aber auch sagen, dieser eine Zombie war aber auch wirklich ganz viel, recht viel Schaden gemacht und war auch von seinen Angriffen her irgendwie ein bisschen effektiver als die anderen alle. Aber wie man sieht, scheint schon teilweise so ein bisschen gerandomized zu sein, was die Gegner jetzt hier so fallen lassen und so. Die hatten, denke ich, das letzte Mal beide so einen Regenerationstrank gedroppt.
goddammit. Das scheint random zu sein, ob die nochmal wieder aufstehen oder nicht. Heiltrank ein. Okay, jetzt kommen die ganz vielen von denen. Da muss auf jeden Fall recht schwer. Gewicht her. Langsam ein bisschen voran, ja. Nicht.
Ja, aber jetzt nicht unbedingt einen Speicherpunkt wieder vor uns sehen. Werden wir jetzt hier noch mal ein bisschen zurückgehen? Ist ja nicht weit. Noch mal speichern. Da waren ja jetzt doch einiges an Gegnern. Nicht, dass wir jetzt noch mal sterben. Ja, mit diesen Hit- und Hurtboxen ist ja manchmal ein bisschen trickreich. Es scheint nicht immer ganz genau dort zu sein, wo man es optisch sieht. Wege. Okay, geradeaus heben wir uns mal als letztes auf.
Das muss ich später einsetzen. Okay, schon wieder voll hier. Ich meine, rostiger Streitkolben würde jetzt auch nicht so viel wert sein. Ne? Streit aber lohnt sich natürlich vom Gewicht her zum Beispiel und rostiges Handbein natürlich auch nicht unbedingt. Okay, das war mal eine Seite, dann haben wir hier drüben noch. Auch noch eine erwacht. Verspätung, ja. Gleich reinrennen und noch mehr aus dem Boden rauskommen. Dann vielleicht das mal so weg. Kein Platz. Das muss ich später einsammeln. Lederhelm und so weiter. Okay. Ja, ich denke, jetzt haben wir hier langsam nochmal wieder ein paar Geschichten. Wir haben viele ausgezeichnete Angebote. Was benötigt ihr? Wir führen die besten Zwergenwaffen, die extra für uns vom fernen Sonnenuntergangsgebirge hierher gebracht wurden. Schwerter, Äxte, Bögen, alles, was das Herz begehrt. Ich meine, oh, wenn ihr etwas braucht, um den Schädel zumindest mal auf 40 runter, denke ich, macht irgendwie Sinn.
Dann machen wir hier gleich nochmal ein Save. Und hey, das ist tatsächlich noch ein besserer Helm. Schluss immer in dem Rumgekrieche. Einen Arm weniger. Also normalerweise müssten sie dann eine kürzere Reichweite kriegen, oder wenn sie keine Arme mehr haben. Dran gleich mal einwerfen hier. Morgenstern. Du bist wiederum bestimmt auch nicht schlecht gegen die Skelette hier. Schaut mal. 9 bis 13. Okay. Und Zerschlagung ist möglicherweise vielleicht explizit dann gut dagegen, um. Ich meine, du machst da zusätzlich noch diese Feuergeschichte. Wobei, wir haben jetzt nicht gesehen, dass ein Gegner explizit in Brand gesteckt worden ist. Also vielleicht hat das nur eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit. Aber 9 bis 13 macht eigentlich vom Gesamtschaden ja dann her mehr. Ne? Und die Streuung ist nicht so weit. Das gefällt mir eigentlich auch besser. Mal jetzt aber 5 bis 16 mit unserem bisherigen. Und 10 bis 14 klingt da noch ein bisschen besser. Na, mal schauen. Wie gesagt, ich vermute, dass es halt auch gegen die Skelette wieder besser funktioniert. Ja.
Okay, und die Zombies nehmen trotzdem den gleichen Schaden. Das ist doch in Ordnung. Okay, dann hat es gleich aufgelöst. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Spezial mit diesen Zerschlagungen ist, dass es die dann so auflöst. Könnte natürlich sein. Okay, da geht es bei beiden Seiten dann nur irgendwie so einen Winkel um die Ecke rum. Oder? Na, schon irgendwie. Na, mal schauen. Ja. Zumindest kommen jetzt erstmal keine Bogenschützen mehr. Das ist natürlich schon mal angenehmer. Heiltrank hier einwerfen. Hängen bleiben. Es kann auch gar sein, dass beide Seiten dann einfach hier wieder zusammengehen. Hier in der Mitte geht es dann bestimmt ja zum Besuch. Vielleicht finden wir dann diesen einen Typen da. Immer schön, wenn man so viel auf einmal erwischt. Dafür ist kein Platz mehr. Achso, schon wieder voll her. Noch schon wieder ein bisschen was eingesammelt, ja. Einfach gleich sofort hinrennen, wenn die Skelette rauskommen. Kein Platz. Kann ich scheinbar recht gut besiegen. Den klappt es wahrscheinlich nicht ganz so gut.
Man kann natürlich sagen, dass wir uns ein bisschen Geld hätten sparen können, wenn wir dieses Schwert nicht gekauft haben. Wir hatten es jetzt nicht besonders lang und gegen die Skelette war es nicht sehr effektiv. Oh nein. Okay, einmal außen rum. Ja, dann doch nochmal zurück. Legt ihr auf Qualität zu einem günstigen Preis Wert? Na, da seid ihr hier genau richtig. Ich führe ausgezeichnete Waffen zu sehr vernünftigen Preisen. Wir kriegen immerhin einiges Geld dafür ja wieder zurück. Naja. Passt das schon? Ja, hier brauchen wir jetzt, denke ich mal, nicht zu speichern. Das können wir dann hier machen. Noch etwas werden. Hm? Haben wir irgendwas aufgesammelt? Ah, Ring. Wegen einen Trank oder den Satz hier noch gab, oder? Ring. Nur Standardring, aber ja, fürs zum Verkaufen natürlich so nicht schlecht. So, kurz mal weg, sollte mal wieder da sein. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier noch rein. Ah, das sieht doch irgendwie interessant aus. Ist das zufällig der Kerl, den wir suchen? Ne? Kugel da unten, ne? Okay. Sollte man sich auf jeden Fall, denke ich mal, nicht da zwischendrin reinsetzen. Dann gegen so ein einzelnes Skelett oder so kann man ja ganz gut kämpfen. Im Nahkampf aber. Viele hier. Ja.
aber jetzt nicht so, dass wir irgendwas anderes angreifen müssen, oder? Ich denke mal, dass wir die jetzt einfach besiegen? Oder stehen da einfach immer wieder neue sofort auf? Das kann man nicht treffen. Und da hoch, denke ich mal, können wir wahrscheinlich selbst mit Pfeil und Bogen oder sowas nicht schießen. Von hier. Ein weniger scheint schon zu werden. So, müssen wir uns ja quasi beeilen. Ah nein! Okay. Ja, alles sollten wir doch irgendwie hinkriegen. Müssen wir erstmal so weit Bescheid. Und ja, ich denke, was anderes als brennende Hände wird ja nicht wirklich Sinn machen. Also, gegen die Skelette, nicht gegen die natürlich. Und scheinen erstmal so, ungefähr so viele zu spawnen und dann wahrscheinlich kommen einfach noch ein paar nach. Energie auffüllen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade eben wieder da sind oder jetzt vorhin schon. Wie spinnt das OBS jetzt wahrscheinlich gerade rum? Okay, wir haben die Kugel besiegt. Sind die jetzt alle weg oder müssen wir die noch besiegen? Ah, okay. Da ist das wohl doch der, den wir suchen. Ihr habt es geschafft. Ich hatte befürchtet, wir wären verloren. Ilmada hat euch wahrlich in unserer dunkelsten Stunde zu uns geschickt. Wo ist diese finstere Kugel hergekommen? Ich habe diese Karte bei der Leiche des Diebes gefunden. Ich denke, er ist durch die Abwasserkanäle in die Grüfte gekommen und hat die Kugel dort platziert. Jemand hat diese fürchterliche Tat absichtlich begangen? All diese Toten! Wer hegt solch einen Groll gegen uns?
Das weiß ich nicht, aber ich werde es herausfinden. Das sind schlimme Neuigkeiten. Ich bin euch dankbar für alles, was ihr für uns getan habt. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen der Dankbarkeit des Tempels. Ich werde mich mit den noch verbleibenden Priestern besprechen. Wir werden versuchen herauszufinden, wer hinter dieser bösen Tat steckt. Sollte ich etwas in Erfahrung bringen, werde ich euch benachrichtigen lassen. Der Bote wird ins Elfenlied kommen. Wir werden euch so rasch wie möglich Bescheid geben. Nun gut, ich werde in die Schenke gehen und dort auf die Nachricht warten. Schutzamulett und noch ein bisschen Erfahrung. Ein bisschen Geld und sowas liegt hier noch rum. Das ist nichts, das ist, denke ich, alles Gold hier so ein bisschen. Dafür ist kein Platz mehr. Scharfes Langschwert. Kein Platz. Kampfstab. Streitkolben. Was ist hier noch? Kein Platz. Stachelbesetzte Keule. Das muss ich später einsammeln. Na gut, das werden wir uns dann natürlich auch mal alles noch holen. Vier Punkte übrig. Brennende Hände wollen wir erstmal nicht. Wie schon gesagt, wir fangen jetzt, denke ich, schon mal so langsam mit an Richtung. Aber bald so gehen wir beim nächsten Mal, bekommen wir 5. Da sind wir bei 9. Dann nochmal 6 Punkte. Dann sind wir bei 15. Da wird uns genau einer noch fehlen. Also könnte man theoretisch noch was ausgeben. Aber. Auch nicht schlecht, aber so, was ihr dann noch ein bisschen weiter voranbringen könnt. 13 bis 23. Mal schauen, jetzt auch gerade 10 bis 15 oder so. Ja. Acht Energie. Ah, okay. Ich hätte gedacht, dass es 2 pro Stufe ist, aber es ist doch nicht. Es wird kostet bloß jeweils 2 mehr, wenn man mehr Geschosse wohl hat. Sonst hat man 3 davon mittlerweile. Macht 8 bis 18. Trotzdem müssen wir immer 5 Min und Dings zu erhöhen. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Aber wie schon gesagt, da hinten heben wir uns das nochmal auf. Der Schutz ist plus 2. Es gibt einfach noch Rüstung dazu, oder? Rüstung 30. Plus 2 Rüstung. Ja, wir bräuchten wahrscheinlich noch mehr Geschick. Und Fernkampfgenauigkeit, also mit Pfeil und Bogen bringt, denke ich, Geschick auch noch, hat man vorhin mal gelesen. Oh, das ist eigentlich juwelenbesetzte Handschuhe. Okay, die sind halt wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mehr im Verkauf wert. Kein Platz. Das muss ich später einsammeln. Na gut. Dann nochmal. Rückruf kann von hier aus nicht eingesetzt werden. Aber ist in der Bosskammer oder sowas? Okay, du bist da, aber wir wollen erst nochmal dann zurück. Ich habe gehört, was ihr beim Tempel geleistet habt. Es freut mich, wenn meine Waffen und Rüstung so sinnvoll eingesetzt werden. Meine Waffen sollten sich als nützlich erweisen, wenn ihr euch mit noch mehr wandelnden Toten prügeln wollt. So. Wir haben viele ausgezeichnete Angebote. So.
oder? Das war's dann. Normale Streitkomme ist 1 bis 6. Stachelbesetzte Keule. Einfach nur 3 Schaden. Okay. Na gut, auf jeden Fall nochmal weiter im Bosskampf hier geschafft. Ist doch schon mal nicht schlecht. Wir führen die besten Zwergenwaffen, die extra für uns vom fernen Sonnenuntergangsgebirge hierher gebracht wurden. Und hast du mittlerweile noch was Besseres bekommen? Schwerter, Äxte, Bögen, nö. Alles, was das Herz begehrt. Zumindest da nicht. Und hier war dieses, das ist ja das Beste, ne? Genau. Was braucht, um den Schädel eures Gegners zu spalten, oder? Okay. Dialog mit Kera. Okay, du bist auf jeden Fall auch neu. Na gut. So, dann speichern wir hier aber an der Stelle nochmal und so, irgendwie scheinen wir jetzt wirklich wieder so ein bisschen Verbindungsprobleme oder irgendwas zu haben. Irgendwie immer mal wieder weg. Na gut. Nichtsdestotrotz war ich jetzt gerade eben dabei, hier das für heute mal zu beenden. Und ja, sind wir doch auf jeden Fall nochmal um einiges vorangekommen. Weiteren Bosskampf. Und bevor wir jetzt hier diese ganzen Questsachen, hier ist ja auch noch ein neuer Charakter hier und so weiter, uns jetzt hier alles nochmal anhören, würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also in dem Fall sprich jetzt mal morgen. Ich muss mal schauen. Ich denke, dass wir dieses Spiel hier wahrscheinlich als zweiten Titel dann spielen. Wir werden wahrscheinlich mit Infinite Adventures anfangen. Dann nochmal Baldur's Gate hier und dann am Ende nochmal eine Runde Vampire Survivors. Aber ja, das werden wir uns auf jeden Fall dann morgen mal anschauen, wie wir das genau machen. Na gut, ja. Für heute soll man das dann hier an der Stelle also erstmal reichen. Und ja, erstmal soweit. Bis dahin.